Damit herzlich willkommen zurück zu Mario Kart Arcade GP. Diesmal geht's mit dem Regenbogen Cup weiter. Was wahrscheinlich der letzte sein wird. Race without items. Das ist mal eine Challenge. Mario Kart ohne Items ist zwar etwas komisch, aber. Aber Münzen gibt's, oder? Ja, Münzen gibt's. Zack. Oh, das gibt schön viele Münzen, da lang zu fahren. Die Musik ist ziemlich komisch. Okay, ich muss zugeben, die ganze Strecke ist ziemlich komisch. Zack. Juha! Juha! Geht's hier jetzt im Kreis runter? Nee. Also schon, aber nicht so lang, wie ich mir das erhofft habe. Oh Mann, hier sind keine Münzen mehr. Aber ich habe auch 14 Stück. Hä? Mir kam es so vor, als wäre ich gerade eben schon mal angefahren, wo ich war. Hä? Was macht er denn auf einmal hier? Hä? Was macht er denn auf einmal da? Tschüss. Wie Pac-Man einfach viel schneller ist, finde ich cool. Ziemlich komische Strecke, aber trotzdem. Ah. Ohne Items kann man halt den Gegner nicht mal eben noch so abschießen. Wie Donkey Kong der einzige ist, der mithalten kann, sehe ich gerade. Nee, nee, vergiss es. Vergiss es, Donkey Kong. Es ist mein Sieg. Und den ersten Platz habe ich noch, trotz Donkey Kong. Der ganz gut mitgehalten hat. Der Rest eher weniger. Items hier. Also, ziemlich passend. Zu der Challenge gerade. Danke. Yes. Und das. Ach, sind anscheinend alles Fragezeichenstrecken. Diesmal nur mit Pilzen. Die Pilze kommen gerade zum ersten Mal vor, oder? Kommen mir gerade so vor. Ich habe immer wieder den Reflex bei 2 zu drücken. Ja, Hauptsache man kriegt den Pilz erst später. Ich frage mich schon, was hier die Challenge sein wird. Donkey Kong, was soll das? Mario. Ich will meine Münzen behalten. Zack. Was soll das denn? Oh, keine Münze bekommen. Das ist natürlich schlecht. Komische Kurve. Was macht Mario denn da? Ja, toll. Wir fangen. Oh, Mann. Aber ich bin trotzdem Erster, obwohl ich. Wie er jedes Mal an mir vorbeizieht. Das sieht einfach richtig komisch aus.
Diesmal habe ich aber auch ein Item. Was bringt ja das aber, wenn ich nichts auf die Reihe bekomme? Mario, tschüss. Geht hin und her auf der Strecke. Ah nein, bitte, komm. Komm, ich brauche ein Item. Ja, gut. Ich muss auf jeden Fall jetzt den ersten halten. Was zur Hölle, wie knapp es jedes Mal ist. Und das war erst die zweite Strecke, Mann. Puh. Aber es ist, glaube ich, wieder die erste Shortcut Master. Ja, ich hab. Das scheint eine andere Strecke zu sein als die erste. Okay. Okay. Mal sehen, wie es jetzt läuft. Jetzt habe ich gar nicht gesehen, was hier die Challenge ist. Mache ich denn? Schön, gibt's hier keine Challenge. Oh, unter Wasser. Ja, es ist unter Wasser. Kriegt man nur diese Blitze oder wie? Na toll. Ja, toll, der schlägt natürlich auch sofort zu. Ach komm, nein. Ja, es sind nur diese Blitzstäbe. Tolle Challenge. Ja. Was macht denn der erste Platz da vorne? Ja, toll, währenddessen wir uns hier hinten zerstört haben. Alles klar, da haben die einfach die Strecke beendet. Geh sie weg. Mann, ihr Idioten! Als ob. Was ist das denn hier? Schon die Münzen holen, damit ich ihn noch einholen kann. Als ob er schon weg ist. Was macht der Typ da vorne? Nein! Nein. Ist ja nur Erster gewesen, das darf jetzt nicht an diesen Stöcken hier scheitern. Einfach gerade. Davon ist er. Ist es Donkey Kong? Ist es wirklich Donkey Kong? Schön nach Münzen holen, komm. Ich krieg den Typen noch. Als ob ich ihn wirklich noch bekommen habe. Nice. Nur Gelacke hier diese Folge. Ich weiß zwar nicht mehr genau, was in Runde 1 passiert ist, aber das 100% auch was passiert. Jetzt, wenn ich das sage, ist natürlich nichts passiert, aber... Rainbow Downhill. Ist aber wenigstens jedes Mal eine andere Strecke, das ist cool. Must-Touch Pin. Pin. Hä? Ist es jetzt ein
Achso, das ist anscheinend ein Senfpinsel. Muss man auch erstmal drauf kommen. Ich starte immer als letzter, ist mir gerade aufgefallen. Ja, toll. Na, Mann. Na, ernsthaft Tornado Challenge. Aber die ist nicht ganz so scheiße wie die von gerade eben. Dass ich einfach hinten die alle gekloppt habe und der vorne. Ich bekomme nur Panzer, okay. Ah, verkackt. Ah, Mist. Die von Mario bekommen nur Panzer. Andersrum natürlich. Die von Pac-Man bekommen nur Panzer und die von Mario. Die anderen Dinger. Keine Ahnung. Oh, der schießt man ja zurück. Der goldene. Hatte ich ja noch nicht mal. Hab ich es gerade neu bekommen? Das kann sein. Die behalte ich jetzt. Mist. Wie schön die Münzen mitnehmen. Oh, fast mich selbst getroffen. Aber anscheinend kann man. Doch, ich habe mich selbst getroffen, aber weil ich dort auf diesem Ding war, ist mir nichts passiert. Ah, Mann! Das geht, glaube ich, nicht mal jemanden zu treffen. Komm schon! Oh, Mann! Ich möchte aber trotzdem noch Erster werden, bitte. Hä? Wo ist Todd auf einmal hin? Oh mein Gott, so unverdient eigentlich. Eigentlich so unverdient. Puh. Lockern Shots, Kugeln und weil das. Was? Challenge Game. Okay. Also ich sollte das Ziel schneller erreichen als Robo Mario. Und soll vor Missile Attack, also vor, sag mal, Attacken aufpassen. Robo Mario. Hi. Kann ich auch noch nicht. Ob der hier neu ist oder ob ich da was verpasst habe? Alles klar. Wenn ich schneller bin, sollte mir nichts passieren. Ja, er zieht natürlich an mir vorbei. Lass mich vorbei. Oh, schön vorbeigefahren. Jetzt schießt er natürlich mir von hinten irgendwie. Scheiße. Aufpassen. Hilfe. Wo ist das Ziel? Schnell weg hier. Aber bisher habe ich es immer geschafft. Oh, direkt wieder geschafft. So macht das doch Spaß, wenn man nie verliert. Ganz ehrlich. Galaga-Boss. Und da ist der Abspann. Ich speichere lieber.
früher noch irgendwas passiert. Okay, das war ein cooles Projekt. Also ich muss dazu sagen, dass ich das jetzt innerhalb von 2 Stunden an einem Tag aufgenommen habe. Aber es war ein cooles Projekt. Ich bedanke mich bei jedem, der das hier angeschaut hat. Ich lasse den Abspann mal noch laufen. So wie ich das verstanden habe, hat hier jedes Charakter seine eigenen Items, aber 2005 kam das Spiel raus. Deswegen erinnert die Grafik auch so an Double Dash. Was gibt's denn? Oh, es gibt noch was. Es gibt noch was. Das heißt, das war's noch nicht mal. Und zwar das hier hinten. Oh, es gibt noch viel mehr. Das war's noch lange nicht. Naja, dann tschüss.